Käthe, gleich in der Harald Schmidt Show. Und Ben, mein heutiger Gast ist eine junge Künstlerin, die vor wenigen Monaten zum ersten Mal bei uns zu Gast war. Und es war der Beginn einer großen und ich scheue mich nicht zu sagen, auch internationalen Karriere. Heute bei uns auf dem steilen Weg nach oben eine kurze, aber umso erfreulichere Zwischenstation. Herzlich willkommen, Käthe. Wie geht's? Super. Wo kommst du jetzt her? Habt ihr gestern gespielt irgendwo? Nee, gar nicht. Aus Hamburg. Aus Hamburg? Was habt ihr in Hamburg gemacht? Wir wohnen da. Ach, ihr wohnt da. Leben und lieben in Hamburg. Ihr lebt und liebt da. Untereinander in der Band? Ich meine, wohnt ihr in der WG oder? Nee. Ich bin jetzt gerade umgezogen, tatsächlich. In Hamburg? In Hamburg. Hab was gefunden. Wie ist der Wohnungsmarkt in Hamburg? Nicht besonders gut. Teuer? Sehr. Ist da viel von dieser sogenannten Gentrifizierung, das heißt, dass junge, schnösel, kokainsüchtige Fernsehproduzenten, alte Bundeskanzler, die seit 100 Jahren in einer günstigen Sechsraumwohnung wohnen, rausmoppen und dann renovieren und dann kann es sich der einfache Showmaster nicht mehr leisten? So sieht es aus. Ja? Ja. Was ist es für eine Wohnung, die du gefunden hast? Miete oder gekauft? Na, um Gottes Willen, gekauft doch nicht. Sehr klein, 36 Quadratmeter. Oh, und ich schnuckelig. Sehr schnuckelig und ich nutze das einfach jetzt mal, um wieder abzubauen. So einfach ein paar Möbelstücke loszuwerden und ein paar Klamotten, die ich sowieso nicht anziehe. Bist du jemand, der selber renoviert? Ja, ich habe eine Bohrmaschine gekauft. Echt? Ja. Ich habe mich beraten lassen und... Den Hersteller aus dem süddeutschen Raum, der Hersteller? Fängt mit B an? Ja. Ja. Und Schlagbohrmaschine? Ja, da kann man den Hebel um. Ja, ja. Ja. Du hast ja nicht damit gearbeitet, oder wie? Nein, nee. Das kommt die Tage jetzt. Okay, also das heißt Holzfußboden, Teppichfußboden? Holz, Laminat. Laminat. Schon mal drunter geguckt, ob vielleicht krebserzeugende Klebstoffe drunter sind? Ich hoffe nicht. Habe ich viele Schicksale schon gehört, wo Leute Fischgrätparkett rausreißen mussten, weil die Kinder drauf gekrabbelt sind. Und so. Nachbarn, um Gottes Willen, wissen Sie nicht, womit da geklebt wurde. Das 421-fache des Erlaubten an Krebsozol, oder wie das heißt, Giftstoff. Ja. Also, aber ich will dich nicht beunruhigen, du hast gesagt, das hier ist der Dummy. Warum gibt es die Platte noch nicht im sagt man noch, Laden heutzutage? Doch, ab 14. Juni. Ja, schon fertig? Dann wird sie fertig sein. Jetzt noch nicht? Jetzt in den nächsten Tagen kommt der erste Karton. Wo habt ihr die eingespielt? In Hamburg, beim Philipp Schwer. Das ist der Produzent? Genau. War das auch so, dass ihr gesagt habt, für Takt 17 bis 42 gehen wir ins Studio nach Leeds? Oder so. Ich habe das mal von Jule Neigel gehört, die sagte, drei Tracks auf meiner neuen Platte hat der Produzent von Tears for Fears gemischt. Nö, wir bleiben unter uns und das reicht völlig da, in Hamburg. Ja? Ja. Ist das der Produzent, mit dem er auch die erste Platte gemacht hat? Ja, genau. Hat? Welche Aufgabe hat der Produzent bei so einer Platte? Also, man muss sich das so vorstellen, dass ich zu Hause ja schon Demos vorarbeite, sozusagen. Ja. Ne? Und und dann gehen wir ins Studio und bauen manche Sachen nach, manche Lieder. Und ja, und die Jungs sind natürlich großartig, ne? Ich hab super Musiker. Deine Band? Ja. Die Band heißt auch Käthe? Oder die haben auch eigene Namen. Ich bin Käthe. Ja, natürlich bist du Käthe, aber es kommt oft so, dann sagt irgendwie der Sänger, ja, nein, die ganze Band heißt so, ja? Zwar wie der Sänger, also zum Beispiel bei Nena heißt, glaube ich, auch die Band Nena. Nö, Käthe und Band. Käthe und Band. Und ich glaube, Callas würde mich komisch angucken, wenn ich ihn Käthe rufen würde. Wer ist Callas? Das ist der Schlagzeuger. Ah ja, das ist aber ein Spitzname, oder? Ja. Ja. Und wo habt ihr euch kennengelernt? In Hamburg lernt man sich kennen, wenn man Sessions besucht. Ja? Naja, und das haben wir. Wenn du sagst, du hast es zu Hause vorproduziert, die Platte, das heißt, du spielst ein Demoband ein? Oder wie so sieht's aus, genau. Am Computer? Am Computer. Weil ich arbeite viel mit Rhythmen. Ja? Das ist für mich sehr wichtig. Das heißt, du hast erst den Rhythmus? Ja, wenn's mich kickt, ja? Wenn's, ja, dann fange ich an zu denken. Ja? Und dann fange ich an zu
Wie heißt die Platte? Verschollenes Tier. Verschollenes Tier. So sieht sie aus. So sieht die Platte aus. Das und das verschollene Tier, ist es im übertragenen Sinn oder für viele jetzt, wo die Urlaubszeit wieder beginnt? ist mir einfach mal eingefallen und ich dachte, dass das einfach gut zu mir und meiner Musik passt. Verschollenes Tier, melancholisch? Ich bin melancholisch, ja. Ja. Hier im aber Rheinland sagt man, ich hab das arme Tier. Was heißt das? Das ist depressiv sein. Also schlecht drauf, wenn irgendwie die Nutella schimmelt oder so. Ich denke manchmal ein bisschen zu viel. Aber Nutella schimmelt natürlich nicht, fällt mir gerade um Gottes Willen. Wenn es etwas gibt, was immer frisch bleibt, egal wie lange und wann, dann ist es ein fantastisches Produkt, Nutella, wie alle fantastischen Produkte aus diesem Konzern. Ja, muss aufpassen. Da hatte die Wochenshow mal so einen Stress. Okay. Ja, früher. Und noch mal ein anderes mit der Frau von Roman Herzog. Aber das ist lange her. Das ist die Platte und das heißt, der Song, den wir gleich von dir hören, heißt Tabula Rasa. In einer Beziehung? Geht um eine Beziehung, ja, in dem Lied. Aber Tabula Rasa kann man ja prinzipiell nicht nur in einer Beziehung machen. Ne? Ja, so aber ich meine, wenn mit verschollenes Tier und so, da denkt man ja schon irgendwie... Will die sich jetzt verstecken oder will da was raus? Ja, ja, genau. Ist das Tier verwundet, angefahren? Nee, nein. Zieht es das Bein nach? Dem Tier geht's gut, würde ich sagen. Und wenn ich arbeite, dann krame ich eben nach diesem Tier in mir. So, ich bin da sehr, ich versuche da sehr instinktiv. Authentisch? Ja, das ist immer so ein großes Wort, ne, authentisch. Och. Ja, ich versuche schon irgendwie so auf den Grund zu gehen. Ja? Ja, schon. Und das heißt, stehen die Songs in einem thematischen, größeren Zusammenhang? Ja, die handeln von mir auf alle Fälle so. Das schon, ja? Ja, ja. Ja. So.